Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Otto, Sie machen es einem schwer. Sie machen es einem wirklich schwer und der Koalition extrem leicht, indem Sie uns hier mit solchen Sachen immer wieder langweilen und immer nur wieder sagen, eigentlich, wenn die Grünen dabei wären, wäre alles schick, wäre alles toll und nur die Grünen wissen, wer welche Experten Experten sind und welche Experten Nichtswisser sind. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Zuerst haben Sie gesagt, der Aufsichtsrat muss weg, weil er politisch besetzt ist. Dann haben Sie gesagt, jetzt müssen die Experten von woanders rein. Aber bei der Messe sind schon wieder zu viele externe Experten drin. Es könnten ja Interessenkollisionen entstehen. Jetzt kommt Whistleblower in die Aufsichtsräte, auch was ganz Schickes. Und eigentlich geht es darum, irgendwie einen ständigen Begleitausschuss im Abgeordnetenhaus zur Flughafenproblematik zu installieren. Ich weiß nicht, sind Sie nicht ausgelastet als Ausschussvorsitzender des Verkehrsausschusses? Und was im Untersuchungsausschuss passiert oder nicht passiert, das will ich jetzt mal gar nicht ansprechen. Aber ich sage Ihnen mal ganz deutlich, und das müssten Sie aus Ihrer Kenntnis des Untersuchungsausschusses auch wissen, woran der Flughafen nicht gescheitert ist, ist an der Fülle von Joe-Fixen, Meetingen, Beratungen, Heranziehung von Sachverständigen, juristischen Gutachten und sonst was alles. Daran ist der Flughafen nicht gescheitert. Und an einer monatlichen Berichterstattung oder an einem Mangel an einer monatlichen Berichterstattung ist er auch nicht gescheitert. Die hatten da so viele Meetings, sie sind nicht mehr mit der Protokollierung nachgekommen. Und Sie wollen hier monatliche Berichterstattung für das Abgeordnetenhaus dann noch dazu haben. Prost Mahlzeit. Dann kommen Sie jetzt mit der Idee des Beirats. Die wurde ja auch schon in der einen oder anderen Variante diskutiert, hat ja auch was vor sich. Was an sich, aber es hilft nichts über die Ratlosigkeit hinweg. Und diese Ratlosigkeit, die haben Sie, die hat die Geschäftsführung, die hat der Aufsichtsrat und das wird nicht besser, wenn man hier einen Beirat installiert, also beim Raten zusehen, ne? Beim Raten zusehen und die Geschäftsführung nicht dazu verpflichtet, das zu machen, wofür sie installiert ist, nämlich den Flughafen nun endlich mal zurechtzubringen. Und die richtige Frage wäre heute gewesen, wie kommt es eigentlich, dass es offenbar vorhandene Pläne zur Ertüchtigung der Brandschutzanlage gegeben hat, die verschwunden sind, dass es geschreddert sind? Das wäre eine Frage, die hätte ich Ihnen sogar abgenommen. Da hätte ich gesagt, kluge Frage endlich mal, Herr Otto. Aber das kriegen Sie auch nicht, wenn einen Monat später hier im Bericht steht, ja, der Herr Di Mauro hat nun erzählt, seine Pläne, die er vorgelegt hat, sind leider geschreddert worden. Im Übrigen war das mal ein genehmigtes Brandschutzkonzept, was da installiert wurde. So, das sind Sachen, die können Sie hier durch Berichterstattung und durch Beiräte und noch in Hinzuziehung noch weiterer von Ihnen benannter Experten einfach nicht klären. Ich sage, beim Raten zusehen hilft nicht weiter. Auch beim Schlafen stören wäre schon was. Beirat ist schlechter als Beischlafen.